Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch... Halt dein Maul. Liebe Leute, ich hab nämlich wieder mein Postfach durchsucht und bin auf Scheiße ohne Toilette gestoßen. Ich sehe gerade wieder topfit aus, aber ohne Scheiß, ich schlafe halt gerade wirklich 10 Stunden am Tag und sehe trotzdem aus wie das letzte Stück Scheiße. Ja. Machen wir weiter mit dem Video. Leute, ich kann im Prinzip zusammenpacken, ja? Meine Karriere ist vorbei. Es gab nämlich einen Typen, der hat hier einen kleinen Diss-Track gegen mich geschrieben. Du kleiner Bastard, Nico, ich verkloppel dich zu breit, denn du bist so peinlich wie deine Let's Plays bei Modern Warfare 3. Yo! Das war's dann für mich, Jungs. Ins Go! Überwachsen deine Eier, du Lauch. Mit diesem Track nimmt deine Karriere seinen Lauf. Alles klar. Der nächste Kollege hat hier tatsächlich eine ernste Frage gestellt. Was hältst du noch von den cranky Commentaries, die es damals gab? Ich war einer deiner ersten Abonnenten. Ich habe diese Videos sowas von geliebt. Ich fand die so geil. Falls du Bock hast, also ich würde mich sowas von über diese Serie freuen, falls du wieder aufnehmen lassen möchtest. Ich hab's euch ja gesagt, ich werde, nachdem ich aus Ibiza zurückkomme, werde ich wieder ein bisschen livestreamen. Ich werde zwar keine extra Videos auf YouTube hochladen, aber ich werde Livestreams machen. Das heißt, ihr könnt da alle auf Twitch dann vorbeischauen. Die Kollegen hier haben hier ein Video gemacht. 10 Arten auf die Fresse zu fliegen. Man möchte im ersten Moment meinen, oh, das könnte ein lustiges Video werden. Das Ganze ist dann eher nach hinten losgegangen und wenn ich sag nach hinten, meine ich komplett nach hinten, ja. Leute, Props geht auf jeden Fall raus. Bitte bleibt unbedingt am Ball. Ich muss euren YouTube-Channel. Ja, der nächste Clip ist von zwei wirklich richtig guten Schauspielern. Ich träge mal. Dein Maul. Nico, schneidest du raus, ne? In dem Moment dachte ich mir einfach nur. Leute, mir ist kurzzeit aufgefallen, ich würde noch schön mein Bart rasieren. Naja, einfach so ein bisschen stürzen und dann komme ich gleich wieder, gell? So Leute, kommen wir zum nächsten Clip. Da hat mir mal wieder jemand was richtig Geiles eingeschickt. Das müssen wir uns unbedingt reinziehen. Ey, nächstes Mal lass uns mal einen coolen kurzen Clip für Nico machen, ey. Das sollten wir schon für Ewigkeiten mal machen. Hä, warte mal, wir sind doch schon drinne. Warte mal, du hast recht, Alter. Warte mal, rein theoretisch wär's ja möglich, dass ich dich durch den Bildschirm schlag, oder? Nein, nein, nein! Ah, du Wichser, Mann! Was, Alter? Fick dich! Was ist jetzt rein theoretisch, wenn ich hier auf Pause drücke? Sag mal, wollen die Boys mich hier eigentlich komplett verarschen, oder? Alles klar, Leute. Danke für den Clip. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Alter, krass, Mann. Ich dachte, wir verschimmeln jetzt hier wegen dir. Hä, wir sind ja immer noch im Video, aber da ist jetzt Nico. Das heißt, rein theoretisch könnten wir jetzt Nico schlagen. Ew. Fett, man, lass direkt in sein Video rein dann. Boah, stimmt, ey. Was soll die Scheiße hier? Unterm Strich weg. Einfach nur sagen. Boah, krank, Alter. Ey, wir sind echt im Video. Yo, was geht ab, Alter? Ey, Digga, was geht ab? Alles klar, Mann. Geil, dass wir im Video von dir sind. Jungs, Alter, was macht ihr denn hier, Mann? Hallo, dachten wir schauen mal vorbei, Alter. Was ist los? Darauf hab ich jetzt eigentlich echt gerade keinen Bock. Alter, richtig gechillt, erstmal aufs Bett lassen. Alter, richtig geil, hier am Bett zu hocken, Mann. Da ist uns gut 21 Packungen. Fetter Scheiße. Ich geh die Jungs, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier gerade ein Video oder sowas drehe. Ja, voll und ganz, also chill einfach, ey. Wir hocken einfach im Hintergrund, wir gucken deine Klamotten an, ist alles cool, Mann. Ne, im Endeffekt, was ich euch eigentlich sagen will, verpiss dich! Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich hoffe, der Clip mit den Junggesellen hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal bei denen vorbeischauen, die machen echt cooles Zeug, richtig geil animiert und so. Mit denen werden wir auf jeden Fall in Zukunft, denke ich, mal öfter machen. Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten schaut im letzten Video vorbei, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt verpisst euch, Alter.